ist doch der ideale Platz. Also wenn wir das bis hierhin ausweiten könnten. Jetzt muss ich mal eben schauen. Geht das? Das würde gehen, und zwar wenn wir hier an dieser Stelle das miteinander verbinden würden. Ich grabe mich jetzt. Ich muss mal eben gucken. Also so die Dicke haben wir 1, von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sagen wir mal. Sagen wir mal ein bisschen 15. Okay, wenn wir da einen Dreiergang reinmachen, dann geht das ja sogar. Dann. Da könnte man sagen 1, 2, 3, 4, 5. Dann hätten wir einen Fünfergang in der Mitte. Sechse, sagen wir mal. Also ich markiere das jetzt einfach mal so und jetzt von hier auch nochmal 6. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Hier muss der Stein hin. So. So, das wäre dann unser Gang, wo man durchlaufen würde. Das wäre gar nicht so schlecht. Das müsste natürlich höher. Aber wenn ich mich jetzt mal. Ich begebe mich jetzt mal auf diese Höhe und grabe jetzt einfach mal hier so ein Loch ein. Ich weiß, das jetzt passt jetzt wahrscheinlich alles nicht von der Höhe. Aber ist ja erstmal egal. Nur, dass wir das als Markierung haben. Dass man das hier zum Hafen führen kann. Irgendwo müssten wir in unserem Raum da rauskommen, weil der ist ja riesig. Das ist ja nicht nur die Spelunke, die das umgibt. Ah ja, guck mal. Ja, das würde ich doch sagen, ist doch gar nicht so schlecht. Und das werden wir jetzt auch langsam mal angehen, dass wir. Das ist mir vorhin gekommen, die Idee, und ich finde die einfach gut, einen richtig dicken, fetten Hafen einzubauen. Auch ruhig mit einem schönen großen Holzschiff, also richtig, ein richtiges Schiff dahin. Dauert natürlich seine Zeit, bis das alles fertig ist. Aber das ist ja egal. Wir haben doch Zeit, mein Gott. So, zack. Und wir sind hier sogar schon auf richtiger Höhe. Okay. Wir machen es mal eben so. Ich hole mal eben ein Bett. Dass wir auch hier pennen können. Zack, zack, zack. Würde ich sagen, pennen wir im Zimmer von dem Wirt. Weil da muss ja sowieso ein Bett hin. Also können wir auch gleich mal eben eins machen und das dann da hinstellen. Das ist ja alles nicht so wild. So, und Schafe haben wir ja sowieso. Also Wolle kriegen wir auch. Nehmen wir ganz normale weiße Betten, ist das günstige. Und bei uns würde ich tatsächlich auf Dauer ein farbiges Bett hinmachen. Einfach nur, weil wir es können. So, dann gehen wir mal eben schnell. Gucken nach den Hühnern. Haben die was gelegt? Nein, okay. Vielleicht machen die jetzt auch nur einmal am Tag. Das kann ja auch sein. Sobald unsere Eierfarm läuft, haben wir sowieso Eier genug. Also dann werden die ja sowieso automatisch einsortiert und wir brauchen nur noch kommen, eben wir brauchen nur noch vorbeikommen, eben hingehen. Zack, zack und gut ist. Die einsammeln, aus der Kiste raus und fertig. So. Eins, zwei, drei. Eben ein bisschen Wolle mitgenommen. Ah ja, schön, dass die Werkbank hier auch noch steht. Zack, zack. So. Dann essen wir mal eben was. Okay, können wir uns da gleich machen. Habt ihr Eier gelegt? Ja, eins. Naja, immerhin. Ich hoffe, dass fünf Eier jetzt reichen, wenn wir die da reinfeuern. Ich hoffe es einfach, dass es reicht. Wir schauen, wir schauen, wir schauen. Flop, flop. Ah, wir können ja eben so machen. Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Schwimmen. Ich finde die Animation immer noch toll. Also, ich finde die wirklich schön gemacht. Huch, das war die falsche Taste. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich machen. Aber auftauchen wäre auch nicht schlecht. So. Ich wollte gar keinen Screenshot machen, da bin ich jetzt aus Versehen drauf gekommen. Naja, ist schon blöd, wenn man blöd ist. So, zack, zack. Jetzt gehen wir einmal hier nach oben. Und einmal zielen. Das wäre nicht gut, wenn die Hühner da unten drin spawnen. Also es wäre schon besser, wenn die irgendwo auf vernünftiger Höhe spawnen. Das heißt auf einer Höhe, wo wir die haben wollen. Das heißt hier oben irgendwo. Ja! 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 Wir haben die ersten Hühner drin. Jawohl!
Ja, geil, 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 geil. Aus drei Eiern drei Hühner kriegen. Das ist cool. Das ist hundertprozentiger Gewinn. So, und diese legen jetzt Eier und diese können wir bald auch vermehren. Das heißt, es kommen noch mehr Hühner und hin und her und bla 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 bla. Gut, die sind im Moment jetzt natürlich ein bisschen hilflos hier. Sieht natürlich ein bisschen bescheiden aus. Aber ist erstmal egal, denn es funktioniert. Hä, was ist denn hier passiert? Danke, Steam. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt gerade sollte, aber gut. So. Ist hier irgendwas. Oh. Okay. Ich beschwere mich nicht. Ich nehme es einfach so hin. Vielen Dank. So, und jetzt gehen wir zurück zu unserem Hafengebiet, zu unserer Hafenanlage. Ja, ich freue mich. Wieder eine richtig coole Idee bekommen jetzt gerade. Und Fichtenholz haben wir auch genug. Also wenn wir Türen bauen wollen und sowas, haben wir alles hier. Das ist nicht das Problem. Hier ist ein Wolf. Hallo Wolf. Lalalala. Das müsste ja dieser Berg hier sein. Zack, zack. Und da vorne ist es, wo wir hin müssen. Genau. So, also langsam kennen wir uns hier auch schon aus. Das ist auch schön. Und diesen kleinen Durchgang, den werden wir einfach mit Erde überdecken. Also das wird man später gar nicht mehr sehen. So, wir haben hier auch eine schöne Werkbank stehen. Jetzt machen wir erstmal eine Spitzhacke. Zack. Und das Bett, das stelle ich mal eben einmal hier einfach an die Werkbank. Zack, und setze hier eine Fackel hin. So. Und weiter geht's. Haben wir einen angefangenen Stack? Nein, tatsächlich nicht. Naja, gut. Weiter im Takt. So, das kommt jetzt erstmal alles raus hier. Hier ist es jetzt, hier ist jetzt gleich das Schöne, dass wir da, wenn wir das soweit haben, schon direkt mit Cobblestone bauen können, denn wir müssen ja irgendwie darüber kommen und dann nehmen wir Cobblestone und ja. Das wird auf jeden Fall ganz geil, denke ich. So, zack, zack, zack. So, dann haben wir das. Hier so ein schöner Dreierdurchgang. Das soll ja wohl reichen. Also es soll auch so ein bisschen verwinkelt alles sein. So ein bisschen unübersichtlich vor allem. Das ist so mein Ziel bei der ganzen Sache. Also man soll sich jetzt nicht hier einfach top auskennen, sondern es soll schon ein wenig unübersichtlich sein. Vor allem für Besucher. Das heißt, ich hoffe, der Gamer, der wird hier dann seinen Spaß haben und dann hier erstmal rumsuchen und hä, wie kommt man jetzt da hin und all das. Ich glaube, das wird schon ganz cool. Und dann soll ja auf Dauer noch ein paar weitere Gänge sein. Oh, vielleicht nach unten hin zum U-Bahn-System oder zum Minecart-System. Das wird, glaube ich, ganz interessant, wenn das dann alles irgendwann so weit steht. Wobei fertig kann man ja nicht mal sagen. Deswegen wollte ich es auch nicht sagen. Und habe ich auch nicht. Denn so richtig fertig wird man ja nie. Es kommen ja immer wieder neue Ideen. Und das ist das Coole bei der ganzen Sache. Zack, so. Kriegen wir hier unseren ersten Tunnel rüber. Und der führt dann zur Hafenanlage. Mal gucken, wie wir das gestalten. Also irgendwie werden wir das auch wo machen. Da bin ich fest von überzeugt. Zack, zack, zack. So. Und zwar würde ich gerne auch richtig großen Steg da haben, wo man dann wirklich ein großes Schiff hat, was da gerade angelegt hat und sowas. Was man dann auch besichtigen kann. So, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, aber wie das im Endeffekt dann am Ende aussehen wird, ist natürlich eine ganz andere Sache. Wir müssen auch immer bedenken, dass wir das im Survival hinkriegen müssen und deswegen rudere ich mal so ein bisschen auch zurück jetzt wieder von meinem hohen Ross oder von meinen großen Gedanken jetzt gerade. Aber ein bisschen übertreiben ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, meine ich zumindest. So, also zack, zack. Dann kommt das gleiche hier auch noch eben. So. Okay, gut, dass der da nicht gesetzt wurde, der Klotz. Zack. Und das Ganze wird dann auch schön mit Erde noch verkleidet, sodass es aussieht wie ein Berg oder wie ein Anbau von einem Hügel. Das machen wir dann alles schon irgendwie. Weil ich meine, Erde haben wir im Moment wirklich
En masse, davon haben wir wirklich genug von dem Zeug. Zack. So, weg. Weg damit. Das kommt weg und weg und weg und weg. Hier den Boden noch eben raus. Und dann haben wir den ersten Grundstein für unseren Hafen gelegt. Ich überlege jetzt auch gerade, ob wir einen Hafen aus Stein machen wollen, beziehungsweise oder auch einen aus Holz. Stein würde ich sagen, bis vorne hin zu. Also, dass wir da eine Klippe bauen aus Cobblestone. Und von da aus dann mit Holzstegen weitergehen, so wie man das eigentlich kennt. Oder wie man das. So wie ich das mir zumindest ausmale. So ein bisschen wie in Assassin's Creed Black Flag war das, glaube ich. War das. Nein, Black Flag war das nicht. Das war Assassin's Creed 3. Ja, Assassin's Creed 3 war das, glaube ich. Das war, glaube ich, am besten, oder ist, glaube ich, am besten, dass man, ich weiß es nicht, ich weiß jetzt leider nicht, wie der Ort da hieß, aber da gab es auch eine Stadt mit einem Hafen, der war erst aus Stein und ging dann später auf so ein paar Holzstege über. Das wird, war, glaube ich, am besten geeignet. Und diesen Holzsteg oder diese Holzstege würde ich dann sogar aus Fichtenholz machen, weil es eben verwittert aussehen soll. Das heißt, als wenn da wirklich schon viele Jahre dieser Steg besteht und langsam auch auseinanderfällt. So, so, ich mach mal gleich zwei Hacken, ist egal. Zack und nein, einmal so und ein paar Fackeln. So und so und so. Und weiter geht's. Also das wäre mir eigentlich ganz lieb. Und da wir da sowieso ein untergegangenes Schiff da haben, passt das, glaube ich, auch ganz thematisch ganz gut. Kann ja sein, dass das Schiff dann den Kurs falsch berechnet hat und dann einfach untergegangen ist. Also zu weit auf die Klippe aufgefahren ist vorne. Oder sonst was. Ist ja egal, aber es wird cool aussehen. Das ist der Sinn dahinter. Es soll auch cool aussehen. Also man kommt hier dann auf so einen großen Steinpier. Hier vorne geht es ja schon raus. Eins, zwei und drei. Und kommt dann auf so ein Vorpodest, welcher auch so ein bisschen ins Wasser hineinragt. Also so bis da so. Und dann hat man auf der Seite ein großes Schiff stehen und sowas. Ja, ich glaube, das wird schon ganz nice. Dann hat unser kleiner Ort hier auch eine Hafenanbindung, was ich auch nicht schlecht finde. So. Und wir brauchen wirklich einen Stadtnamen, beziehungsweise einen Dorfnamen. Und da dürft ihr, wie gesagt, kreativ werden. Schreibt irgendwas, was euch gefällt oder was ihr gerne hättet, in die Kommentare. Und ich werde dann den Besten raussuchen und den Gründer der Stadt dann eben danach benennen. Das kann man dann ja irgendwie, ja, irgendwie kann man das ja dann festhalten. So als kleines Gimmick oder als kleines Special dann für denjenigen. Das wäre, glaube ich, am besten dafür. So, dann kann der noch weg hier. Da muss die Fackel aber wieder hin, sonst wird das hier zu dunkel. Ich überlege auch, ob man dann die Wände. Ne, die Wände muss man das einheitlich machen. So sieht das wahrscheinlich doof aus. Aber ich würde schon unten, das, was so ein bisschen ins Wasser ragt, die würde ich schon bemoost machen. Also diesen bemoosten Cobblestone würde ich da nehmen. Das sieht, glaube ich, am besten aus. So, zack. Und hier geht es dann erstmal nach vorne. Das wird natürlich alles ausgekleidet. So, erstmal gehen wir dahin, wo wir hin wollen. Und hier können dann noch so ein paar Marktstände hin und sowas. Das wird, glaube ich, ganz interessant und könnte sogar ganz cool werden. Ja, so. So. Oder noch ein bisschen weiter. Ne, ich würde schon sagen, so. Und dann verbindet man das irgendwie miteinander. Zack, zack. Ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, ist halt ein bisschen. Ja, es ist übertrieben. Da machen wir uns nichts vor. Aber egal. Und dann kann hier unten der Kerker noch rein. Also da können wir ein paar Gefängniszellen machen.
Ja. Ja, so ein paar Gefängniszellen mit Blick aufs Meer. Ja, das würde ich sogar machen. Das finde ich so.